Jo, meine Kinder, was geht ab zu einem neuen Squad Builder? Und nein, nicht irgendein Squad Builder, nein, ein Squad Builder Battle. Um genau zu sein, unser erstes Squad Builder Battle. Wow! Let the battle begin. Ich habe euch im YouTube Community Feed, Instagram und Snapchat dazu angestiftet, würde ich fast schon sagen, ein Team um Flashback Zlatan zu bauen. Und da habe ich mir gedacht, ja, werden schon ein paar mitmachen. Ja. Über 200 Teams bekommen. Geil. Dementsprechend ganz klar spielt auch Zufall und Glück eine Rolle. Ich habe nicht alle Teams gesehen, das ist einfach unmöglich, zumal viele nicht die Teams so eingesendet haben, wie ich sie gerne gehabt hätte. Ich habe es ja dazu geschrieben, ich hätte es gern gehabt, dass ihr auf Footbin geht, dort euer Team erstellt und dann das Team speichert und mir den Link schickt. Wie das dann am Ende aussieht, kann ich euch dann natürlich noch anhand von einem Beispiel zeigen und in der nächsten Ausgabe kann das dann hoffentlich jeder. Wäre super. Dementsprechend seht ihr heute drei Community Squads und sobald das dritte Team gezeigt wurde, startet ein Voting und ihr könnt quasi den Sieger bestimmen. Klingt fair? Klingt fair. Das Ganze läuft bis Mittwoch 0 Uhr, würde ich sagen, und der Gewinner bekommt eine Wildcard für das nächste Battle. Das heißt, der Gewinner darf automatisch wieder beim nächsten mitmachen und wird auch genommen. Klingt doch echt fair. Mann, bin ich heute fair. Fair Trade, Fair Shibi, Fairy Tale. Oder so. Ja, und nach den drei Teams gibt es natürlich dann noch meinen Squad. Ist ja logisch. Muss man sonst noch was sagen? Ja, vom Grundgedanken waren viele Teams sehr ähnlich, echt sehr wenige rausgestochen mit grandiosen Ideen oder mal etwas Neuem, das muss man schon sagen. Also Mut zu etwas Verrücktem war eher nicht da. Aber mal gucken. Wir werden ja noch mehrere Ausgaben haben. Joa, die Anforderungen waren ganz human. Budget bei Xbox oder PlayStation unter 500.000. Startformation frei wählbar. Team Chemie 100. Ich habe sogar Team groß geschrieben, weil ich damit sagen wollte, hey, Zlatan muss nicht auf 10 kommen. Nein, Team Chemie 100. Wenn Zlatan und ein anderer Spieler Chemie 7 haben, ist es trotzdem noch Team Chemie 100. Und auf Anfrage bei YouTube habe ich auch gesagt, ja, ein Swap-Spieler aus dem Januar ist auch erlaubt. Hat nicht jeder gesehen, aber deswegen habe ich quasi auch ein Team mit einem Swap-Spieler genommen. Darf sich schon mal jemand freuen. Dann kommen wir mal zu den drei Teams und am besten auch gleich zu unserem Beispiel, nämlich Moritz. Moritz, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass man deinen Instagram-Namen und deine Nachricht sieht. Das werde ich natürlich ab dem nächsten Video noch explizit mit euch absprechen, beziehungsweise könnt ihr mir das dann immer mit dazu schreiben, ob das gewünscht ist oder nicht. Und ja, im Endeffekt sollt ihr nur wissen, so muss das aussehen. Wenn ihr quasi auf Footbin hier ein Squad erstellt und dann speichert, dann sieht das so aus. Footbin.com und hier hinten die Nummer. Die ist wichtig, weil viele haben dann footbin.com/Squadbuilder geschickt. Ich habe nichts gesehen. Logisch. Ja, und mein Bro Mo hat's absolut drauf gehabt, ist aber auch ein Sophia Ultra, von dem her logisch. Das Team von Moritz heißt Sophia die Ehrengiraffe und ja, ist ein Hybrid-Team aus MLS, haha, logisch. Hier die zwei Spieler der Bundesliga, Liga NOS und ja, das war's schon. Sehr viele haben Zlatan mit Forsberg und Werner irgendwie in Verbindung gebracht und da fand ich diesen Squad von denen, die ich gesehen habe, am besten. Ja, was soll man da großartig dazu sagen? Werner Ibrahimovic, super Doppelsturm, vor allem Werner mit seinen 5 Millionen Pace, Forsberg ein absolut brauchbarer ZOM, Chemistry Style noch auf Tempo, dann geht er absolut ab und Alessandrini fast schon Pflicht, würde ich sagen, fast schon Pflicht, wenn du aus dieser Chemiehölle kommen willst. Ich habe es auch mal mit Inform Davis und so weiter probiert, aber du rennst da in einen Wald, du verirrst dich richtig, deswegen kann ich es echt absolut nachvollziehen, wenn man hier Alessandrini genommen hat. Wirklich. Ansonsten ist mir das Squad ein bisschen zu offensiv, Tolisso als Abräumer, naja, aber sonst wäre das ein Squad, den ich auch mal ausprobieren würde. Dementsprechend Moritz. Der zweite Squad finde ich auch extrem stark. Der ist von Fabian. Der hat mir ein Bild auf Instagram geschickt. Ich habe das kurz nachgebaut. Hier mit Player. Player finde ich immer wieder gut. Ich finde allgemein, habe ich ja schon mal erwähnt, Preis-Leistung unschlagbar. Mit Champions League Sanchez. Und ja, allgemein ein ziemliches OP-Team. Zwei stabile Verteidiger. Die Außenverteidiger gehen auch absolut klar. Wijnaldum, Sanchez, Tolisso im Mittelfeld, ja, ist ein guter Mix und sehr gut abgestimmt, feiere ich das Team. Team 3 ist von Steffen und der hat eben den Swap-Spieler eingesetzt, in dem Fall eben mal wieder, wie ich im letzten Video, Martinez.
Und er hat auch mal eben was Neues versucht, hat hier Ibrahimovic ins ZOM gestellt und nicht in den Sturm. Finde ich doch schon mal interessant. Und klar muss man in-game dann umstellen, aber ansonsten mit Matuidi und Nainggolan echt sehr gute Allrounder. Auch die Abwehr gut, Chiellini und Buffon wären jetzt, ja, nicht unbedingt Spieler, die ich spielen würde, aber jeder wie er meint, ne? Aber ansonsten auch ein Team mit Daseinsberechtigung. Joa, ihr habt alle drei Teams gesehen, werden euch gerade nochmal eingeblendet und ihr könnt ab jetzt abstimmen. Und ja, Mittwoch, also Dienstag auf Mittwoch, ist quasi das Voting vorbei. Danke für alle Teilnehmer und für die, die es nicht geschafft haben, keine Sorge und nicht traurig sein. Ja doch, ihr könnt schon traurig sein. Nee, Spaß. Es gibt ja noch ein nächstes Mal, ne? Kuss. Ja, und zum Ende natürlich noch mein Team und das ist mal wieder, ja, im Grunde auch natürlich mit Alessandrini aufgebaut. Ich würde auch in Game 4-1-2-1-2, man kennt mich, auf jeden Fall spielen. Und ja, Ibrahimovic und Alessandrini, Doppelsturm quasi. Nani ist richtig krass, den würde ich als ZOM dann spielen lassen. Das seht ihr hier mal ganz schön mit Deadeye und ja, 80 Pace, ZOM reicht mir. Auch 72 Ausdauer finde ich jetzt nicht dramatisch. Ich spiele ja auch mit Champions League groß. Dann seht ihr schon, Longshots über 90, Schusspower über 90, auch Abschluss im Allgemeinen richtig gut. Und ja, auch 88 Pass, wer will sich beschweren? 90 kurzer Pass. Das ist ein perfekter ZOM und ganz, 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 ganz wichtig, ihr kennt mich, ja, ihr kennt den Schibi, 5 Sterne, schwacher Fuß, darf nicht fehlen, ganz einfach. Wie gesagt, ich spiele groß im ZOM, da würde ich Nani genauso spielen. Auf der Doppelacht würde ich dann Bruno Fernandes und Pizzi spielen, auch, ihr seht es von den Werten her, extrem krasse Allrounder, extrem, ich weiß gar nicht, ob extrem, aber auf jeden Fall gute Ausdauer, gutes Tempo, also das ist echt, sind 2 Achter, die einfach überall mithelfen können, vorne, hinten. Der eine hat auch 4 Sterne schwache Fuß, der andere 4 Sterne Skills, ergänzen sich ganz gut. Also hier aus der portugiesischen Liga, die Doppel-8, sollte man sich merken. Und natürlich Kondogbia, mein Gott, der kostet natürlich aktuell fast gar nichts mehr, aber bei den Werten auf der 6 nicht schlimm. Ich habe ihn wirklich lange gespielt, jetzt spiele ich ja die Road to the Final Karte, kann ich absolut empfehlen. Mua. Kuss auf seine Augen. Außenverteidiger sind Tejes und Lala. Beide extrem gute Ausdauer, extrem gutes Tempo und Defensive stimmt sowieso. Und ja, die Leute, die mich kennen, die wissen ja, ich lege extrem viel Wert auf die Außenverteidiger. Habe ich ja auch erklärt in meinem Foot Champions Video, wie ich Elite 3 geschafft habe. Da haben ja auch die Außenverteidiger einen sehr großen Faktor gespielt, würde ich sagen. Und daher absolut Außenverteidiger. Wichtig, dass die gut sind, dass die schnell sind, dass die quasi den guten Stürmern vom Gegner Paroli bieten können. Das ist einfach wichtig. Innenverteidiger wieder Mathieu, den hatte ich im letzten Video schon. Hernandez in Form, das ist mein dienstältester Spieler in meinem Verein, beziehungsweise in meinem aktuellen Team mit über 500 Spielen. Daher kann ich ihn auch jedem nur empfehlen. Und ja, im Tor Oblak. Klar, das Team ist jetzt nicht die Erleuchtung, aber um Ibrahimovic gut zu spielen, würde ich behaupten, Alessandrini, klar, muss man so schnell wie möglich auswechseln, würde ich sagen. Ja gut, er ist schnell, ne? Aber ich glaube, er hat nur eine Ausdauer von 70, 75 oder so und dann ist das Tempo ganz schnell verbraten. Ihr kennt das. Ja, in dem Sinne war doch mal eine schöne, kurzweilige Ausgabe. Falls ihr Vorschläge habt zum nächsten Squad-Builder-Thema, gerne in die Kommentare schreiben. Ich lasse mich gerne inspirieren und wenn nicht, ja, müsst ihr wieder nach meiner Pfeife tanzen. Klingt hart, ist aber so. Aber ihr macht das doch gerne, oder? Ja? Ja.
In dem Sinne, danke nochmal an alle Teilnehmer. Habe ich irgendetwas vergessen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Sollte es noch irgendeinen Beef geben, schreibe ich es in die Kommentare. Ich wünsche euch wie immer irgendetwas und ja, haut rein, meine Kids, ne?